Ja, gibt's schon, weil natürlich Beethoven, eine Sinfonie von Beethoven ganz andere, oder die Musiker, die das spielen, ganz andere Bedürfnisse haben, was sie brauchen von dem Dirigenten, als bei einer Uraufführung von Rebecca Saunders. Das heißt, wir brauchen sehr, bei unbekannten Stücken braucht man einfach viel bessere Orientierung. Man wird sicherlich die Einsen einfach sehr klar geben oder bestimmte sozusagen Sammelpunkte ganz klar bestimmen, weil einfach es gibt noch kein kollektives Gedächtnis für diese neuen Stücke. Das heißt, es ist alles, alles, alles neu. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man die sehr klar strukturiert, weil vieles noch nicht so selbstverständlich ist. Also die größte Herausforderung ist bestimmt, wenn man mit einem neuen Komponisten oder Komponistin arbeitet und Musik sich erarbeitet, wo man den Stil noch nicht kennt und sich erst einmal in diese Klangwelt der Komponisten einfinden muss und man liest die Partitur und oft sitzt man da und denkt sich, wie klingt das? Und gerade bei besonders guten Stücken, wenn es Komponisten wirklich gelingt, neue Klangwelten und Sachen zu machen, die sich bisher niemand getraut hat oder an die niemand vorher gedacht hat, dass sowas möglich wäre, dann sitzt man auch da und muss wirklich schauen, wie man sich das vorstellt, dass das klingt. Und dann hat man natürlich oft auch einfach mit einer Komplexität zu tun, aber das ist Nebensache, sondern die Vorstellung, das ist das Herausfordernde und das unglaublich Spannende einfach an zeitgenössischen und vor allen Dingen neuen Stücken. Das ist eine sehr schöne Beziehung, weil ich glaube, das bereichert sich gegenseitig. Es ist unglaublich spannend, miterleben zu dürfen, wie ein Stück geboren wird und auch hautnah dabei zu sein, so was das, also wie ein Komponist ringt, um darum eben seine Botschaft, sein Werk zu Papier zu bringen. Und dann tauscht man sich aus und das ist wirklich sehr spannend. Ja, ich werde ja das Stück von Alex Born dirigieren. Und man muss dazu sagen, dass der Alex einfach ein unfassbares Genie ist. Und ich finde, er hat mit dem Stück, was er jetzt für Roche Young komponiert hat, ein solches Meisterwerk, so einen Geniestreich hingelegt. Also das ist wirklich eine Klanglichkeit, eine Klangwelt im Orchester, ein Ausloten, also es wird einfach wirklich ein Fest für die Ohren. Ich freue mich unglaublich darauf und ich kann nur herzlich dazu einladen. Bei Rebecca und diesem speziellen Stück Never ist es. Da findet man recht leicht einen Zugang dazu, denke ich, weil Rebecca so interessiert daran ist, das Maximum aus den Instrumenten, beziehungsweise in diesem Fall auch aus der Stimme rauszuholen. Und wenn man einfach die Ohren einfach mal in diese Richtung aufmacht, dass Rebecca im Prinzip versucht herauszuholen, was ist die Stimme, was ist die Essenz der Stimme, was können wir mit unserer Stimme machen und dann eine extreme Emotionalität und Expressivität sozusagen da findet, das glaube ich, das kann man sehr leicht hören und auch Freude finden daran, eben wie sie selber experimentiert.